Hallo und guten Tag, hier ist Marius von Projekt30.de mit dem Ausblick für die Woche ab dem 14. August. Bevor ich heute beginne, möchte ich euch ganz gerne mit einem Video beglücken, sozusagen. Das hat jemand im Blog gepostet, ich habe es mir angeschaut und ich war wirklich sehr angetan. Den Horst Lüning habe ich irgendwie vor einem Jahr oder so mal gesehen, aber dann komplett aus den Augen verloren. Wir haben in diesem Monat vom 22. bis zum 24. August ja das Treffen der BRICS-Staaten, wo im Übrigen rund 40 weitere Staaten beitreten wollen oder zumindest die Absicht bekundet haben. Und es geht auf diesem Treffen auch um eine goldgedeckte Handelswährung. Der Horst Lüning ist ein intelligenter, ruhiger, analytisch denkender Mensch und hat hier, ich glaube, 43 Minuten ist das Video lang. Ich öffne das mal kurz, das ist ein Screenshot. Absolut sehenswert und ich komme nicht auf den Horst Lüning zurück, aber dieses Video ist ein ganz guter, ganz guter Appetizer für das, was wir noch in den Gold- und Silbercharts sehen wollen. Also ich empfehle jedem, sich das anzuschauen. Man mag irgendwo der Meinung sein, das ist eine Verschwörungstheorie, dass die BRICS-Staaten nun, sage ich mal, die Welt verändern, was sie in der Tat täten, wenn sie dann tatsächlich eine goldgedeckte Währung einführen. Denn das wäre für die Gelddrucker, speziell Europa und USA, eine kleine Katastrophe. Wobei für die USA vielleicht gar nicht, die saugen ja im Moment aus allen Wirtschaftsräumen, insbesondere auch aus Europa, Firmen auf, indem sie massiv subventionieren. Aber sei es drum, da will ich jetzt nicht zu lange drüber reden. Also ich empfehle wirklich jedem, sich das anzuschauen. Eine hochinteressante Geschichte. Im Umkehrschluss, falls am 22. oder vom 22. bis zum 24. tatsächlich diese Themen aufkommen und sich konkretisieren, dann können wir mit meiner Meinung nach heftigsten Marktreaktionen, also im FX-Bereich, im Rohstoffbereich, dort speziell eben Edelmetalle rechnen und möglicherweise eben auch an den Börsen. Also insofern anschauen und ist dann zumindest mental darauf vorbereitet und fragt sich nicht am 22., 23. oder 24., was da plötzlich in den Märkten los ist. Also das ist ein Thema, was man beobachten sollte. So, bevor wir heute beginnen, machen wir nochmal eine kleine Standortbestimmung. Also wir schauen uns heute den DAX an, das wird verhältnismäßig zügig gehen, ebenso zügig die US-Indizes Dow Jones, S&P, Nasdaq, dann kommt Silber, es kommt Gold, Nvidia, Apple, Microsoft, Tesla und Facebook. Und Stichwort Standortbestimmung, ich habe diese vier Charts längere Zeit nicht mehr gezeigt, das machen wir heute einfach mal für eine Standortbestimmung, denn viele Charts lassen einen ja manchmal etwas ratlos zurück. Insofern schauen wir einfach mal, was passiert ist. Was sehen wir hier? Wir sehen die bedeutenden Tiefs aus dem Herbst des letzten Jahres und wir sehen die Allzeithochs. Von diesen Allzeithochs bis auf den DAX, der hat ja Neues gemacht, von diesen Allzeithochs ging es ja runter zu diesen Tiefs im letzten Herbst. Und das hier sind die Fibonacci-Erholungslevel von 23.6, die ich gerne die Mindesterholung nenne, 38.2, 50, 61.8 und die gewichtige 76.4 Erholung. Die 76.4 Erholung ist einfach wichtig, weil sie die letzte Erholungs- oder die letzte Fibonacci-Erholung vor den Allzeithochs ist. Ja, und wir sehen, dass wir, ihr könnt das Datum hier unten sehen, dass wir also im Juli mit diesem heftigen Lauf deutlich, hier sind wir beim Nasdaq, über die 76er rüber sind, dann einen kleinen Rücklauf gemacht haben, eine Konsolidierung, nochmal hoch, aber nicht mehr über die Hochs und seitdem konsolidiert ist. Und wir sind jetzt 1, 2, 3, 4 Handelstage unter dieser 76er Marke. Und sofern wir dort eben nicht relativ zügig wieder drüber laufen, wird es nicht unwahrscheinlich, dass wir eben auch noch eine Etage tiefer konsolidieren müssen. Gleiches mit dem S&P. Der ist ja auch zunächst einmal rüber, hat sich relativ, also das ist hier im, ja, auch so Mitte Juli passiert. Dann haben wir uns eine Zeit lang darüber gehalten. Dann gab es hier am 2. August das Gap Down.
Ja, und auch hier haben wir jetzt mittlerweile einige Kerzen unterhalb der 76.4 geschlossen. Der Dow Jones, einmal, zweimal, dreimal, viermal aufgesetzt, war der schon mal dort? Nein. Aber der versucht eben seine 76er Erholung zu verteidigen. Insofern sind diese 76er Marken aus Tageschartsicht wichtig. Kann man immer mal drauf achten oder sie sich in die Charts übernehmen. Der DAX hingegen machte ja von seinem alten Allzeithoch, was war denn das, 16.290, den Absturz runter nach 11.862, hat sich dann erholt über 12.963, 13.644, 14.195, 14.746 und ging dann eben auch hier drüber und hat ein neues Allzeithoch gemacht. Insofern, falls der diesen Anstieg konsolidieren möchte, der läuft ja, und das ist relativ langweilig gewesen, wir sind hier im 3-Stunden-Chart, der läuft ja eigentlich seit diesem Gapdown am 3.8. läuft der volatil seitwärts. 100, 150 Punkte hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Also das war schon relativ schwierig, wenn man da nicht im Flow war, war schon relativ schwierig, da einen Trading-Ansatz zu finden. Ja, also insofern stellt sich das hier aus Fibonacci-Sicht im DAX noch am stabilsten dar. Und hier achten wir eben auf die 76er Erholungen. Wir sind also noch nicht bärisch aus dieser Sicht, sondern die US-Indizes kämpfen auf hohem Niveau um die letzte Fibonacci-Erholung vor dem Allzeithoch. So, fangen wir mit der größten Zeiteinheit an, habe ich glaube ich im letzten Ausblick auch gezeigt, der Monatschart in den logarithmischen Kursen. Das heißt, wir sehen hier eben nicht den numerischen Anstieg, sondern das Ganze ist prozentual aufgebaut. Das läuft seit dem, ich weiß gar nicht, welches Datum das war, Jahr 2000 auf jeden Fall. Das heißt, dieser Chart ist mittlerweile 23 Jahre alt. Wir haben die 1, die 2, die 3, die 4. Hier wurde die 5 gemacht. Dann ging es hier runter in den Bereich 11.840. Und aktuell geht es hier seit 1, 2, 3, 4, 5 Monaten um die obere Trendlinie, die bei 15.861 verläuft. Da hat er hier schon mal von März 2021 bis zum Abflug im Februar 2022 drauf rumgeturnt und versucht auszubrechen und schaffte es nicht. Diese Linie bleibt also wichtig und sie bleibt insofern eben auch wichtig, weil, ja, jetzt kommt mal der Katastrophenfall, falls dieser 23 Jahre alte bärische Wolfe Keil in den durchlaufenden logarithmischen Kursen tatsächlich zünden sollte, dann würde uns mindestens mal die untere Trendkanal, nicht Trendkanal, sondern Dreieckslinie ins Haus stehen, aktuell bei 10.309. Und wenn dann tatsächlich der Ballon platzt, warum auch immer, könnte, natürlich nicht innerhalb von ein, zwei Tagen, hoffe ich jedenfalls, die 7.948 erreicht werden. Das interessiert uns im Moment aber überhaupt nicht. Also wir gehen jetzt hier nicht short, weil wir möglicherweise den Kurs halbieren, sondern wir achten auf die obere Begrenzung dieses Keils, die 15.861, und das ändert sich eben auch immer nur zum Monatswechsel. Aber wenn wir da mal reingucken, dann haben wir hier gesehen, dass dort gekämpft wurde. Da gab es einen Andocker, dort, dann drüber, runter, hoch, hier, und jetzt hängen wir schon wieder da. Und mit 15.852, also das ist zumindest hier, sind die Kurse, glaube ich, bis 22 oder 23 Uhr, hängen wir wieder in diesem Bereich. Also die Marke kann man sich gut merken. Im Wochenchart. Das ist das alte bullische Shark Pattern. Das existiert noch, BSP ungültig. Das heißt, sobald der DAX über 16.855 geht, wird dieses mittlerweile, glaube ich, 2 oder 3 Jahre alte Pattern ungültig. Falls er es nicht tut, ja, kann es immer noch deutlich zur Unterseite gehen. Interessiert uns im Moment auch nicht, denn der swingt, das sehen wir eben hier im Wochenchart, in einer 1073 Punkte hohen Zone. Die begrenzt sich unten durch das Tief der Woche vom 3. Juli bis zum Hoch, was wir jetzt in der abgelaufenen Woche gemacht hatten, 16.529, unten 15.456. Hier haben wir nochmal diese Zone, die Betonbodenzone, die zwar einmal gerissen wurde,
aber die eben vielfach hielt und vorher auch Widerstand war. Also diese Marken habe ich nach wie vor auch im M5-Chart, weil ich sie für Orientierungspunkte halte. Also diese Marken punktgenau zu nehmen, also die 15.774 war eine Punktlandung in der abgelaufenen Woche, aber generell eher als Orientierungspunkt. Aber es passiert tatsächlich charttechnisch von Bedeutung erst wieder etwas, wenn wir über 16.529, also das Allzeithoch, ausbrechen oder unter 15.456 fallen. Das ist leider so. Im zweiten Wochenchart sehen wir eine meiner Meinung nach ganz interessante Geschichte. Das ist in den ganz normalen, das ist nicht logarithmisch, sondern im linearen Chart, einen blitzsauberen Trendkanal. Multiple Auflagepunkte hier von April 2021 bis November 2021, vielfache Anläufe an der oberen Trendlinie, das heißt, die ist verifiziert, verläuft aktuell im Wochenchart bei 18.759. Und zur Unterseite haben wir ebenso zwei blitzsaubere Aufsetzer. Einmal aus März 2020, das erinnert ihr, das gewichtige Tief 8.255. Von dort aus ging es ja auch dank der EZB zum Allzeithoch 16.290, was wir hier im November 2021 machten. Und der zweite Anlaufpunkt ist die 11.802. Die haben wir im September 2022 gemacht. Da haben ja auch die US-Indizes ihre Tiefs ausgeformt und versuchen derzeit zu ihren Allzeithochs zu gelangen. Der DAX hat es ja geschafft, denn der ist über die 16.290 rüber und hat mit 16.529 ein neues Allzeithoch gemacht. Und hier ist nochmal diese 1.073 Punkte hohe Zone, in der er im Moment herumturnt. Möglicherweise nicht unwichtig ist die gepunktete Mittellinie, aktuell 15.911 und unterschritten. Und on the long run hat der DAX ja nur zwei Möglichkeiten. Er muss entweder, wenn das dann bei diesem Trendkanal bleiben soll, zur Oberseite oder er muss nochmal runter. Und die Unterseite würde warten, aktuell zumindest bei 13.062 und oben habe ich schon gesagt 18.759. Das heißt, wir können diese gepunktete Mittelspur als Ampel nehmen. Und wenn er hier rüberläuft, er war ja schon drüber mit 16.529, können wir daraus nicht schlussfolgern, dass es nun automatisch zu 18.759 geht, dann wäre Börse einfacher. Genauso wenig können wir jetzt unterhalb daraus schließen, dass es zur 13.062 geht. Aber wann immer wir über der Mittelspur handeln, besteht die Möglichkeit, dass wir zur Oberseite ziehen. Das heißt, wenn wir das als Ampel nehmen, dann ist das hier oben Bullenland und das hier unten ist Bärenland. Und weil der DAX eben diese 1073 Punkte hohe Zone ausgeformt hat, können wir die 16.529 als Bestätigung für einen bullischen Ausbruch nehmen und die 15.456 als Bestätigung für einen bärischen Downbreak. Wie weit dann diese Ausbrüche führen, das müssen wir sehen. Das begleiten wir dann natürlich in den Tagescharts H4, H1, notfalls eben auch mal M15 oder M5. Aber ich denke mal, es ist klar, was ich damit sagen wollte. Da wir uns in der Mitte, mehr oder weniger in der Mitte befinden, können wir also durchaus mit Strecke rechnen, nicht? Und wenn wir hier noch ein bisschen länger in dieser Zone herumtanzen, dann wissen wir auch, dass wir 1073 Punkte einer Seitwärtsrange zur Ober- oder zur Unterseite abtragen. Jedenfalls hat uns das die Vergangenheit mehrfach bewiesen. Im Zweitageschart, da haben wir das vor drei Wochen gezeigte bearische Shark Pattern. Das hat eben hier seinen Ursprung, die 0, X, A, B und möglicherweise die C erreicht. Ich habe es vor zwei Wochen, müsst ihr in den Videos gucken, da taucht nämlich so ein gemalter Hai auf dem Logobild auf. Da habe ich es genau erklärt, das mache ich heute nicht mehr. Das dauert nämlich immer 5 bis 10 Minuten. Es gibt gewisse Ähnlichkeiten. Ein Broadening Top, 1, 2, 3, 4, 5 und dann gab es einen Abflug, nachdem es hier nochmal eine saubere Erholung gab. Altes Allzeithoch 16,92, das war glaube ich 5 Punkte tiefer.
Und was damals interessant war, war, nachdem 1, 2, 3 und die 4 gemacht wurde und es hochlief, gab es einen Rücksetzer, der bis an Punkt 2 führte. Falls sich diese Geschichte hier wiederholt, wir hätten die 1, die 2, die 3, die 4, die 5, dann dürfte es runterlaufen zur 15.629, das war nämlich der Punkt 2 am Mai. Und von dort aus könnte es eine Erholung geben, aber dieses Pattern, das bärische Shark Pattern, hat eben mehrere Short-Punkte. Der erste war 15.827, es folgt die 16.462, die 16.791. Und bevor wir nicht in diesen lila Bereich kommen, kann man davon ausgehen, dass wir hier zunächst einmal short unterwegs sind. Ich sehe aktuell auch nicht wirklich einen Grund für den DAX nach 17.330 oder 18.000 zu steigen. Dafür sind die Nachrichten irgendwo nicht so gut und er zeigt ja auch erste Anzeichen von Schwäche, denn wir sind nach wie vor unter dieser 161er Ausdehnung 16.462 und solange das dabei bleibt, dass der DAX kein neues Allzeithoch macht, müssen wir davon ausgehen, dass die C erreicht ist. Das ändert sich in der Sekunde, wo wir über 16.529 laufen. Die C kann auch hier oder hier oder hier, wo auch immer liegen. Solange wir unter diesen Marken bleiben, besteht die Gefahr, dass wir möglicherweise hier nochmal bouncen, zur Oberseite laufen und dann eben den Abwasch kriegen, wie wir es hier gesehen haben, möglicherweise aber auch direkt. Das Ziel dieses Patterns, ohne es jetzt eben weiter und näher zu erläutern, ist 14.925. Take Profit, sofern man short ist, würde man ein paar Punkte höher nehmen, weil sehr selten werden diese Ziele punktgenau angelaufen, weil die Algorithmen und erfahrene Trader, die eben an so einem Punkt, der 14.925, einen kräftigen Bounce erwarten, die laden in der Regel schon mal ein paar Punkte vorher ein. Und das kann dann dazu führen, dass das Ding so haarscharf an diesem Ziel vorbeigeht und bereits im Bereich 14.955 oder der glatten 15.000 Psychomarke zur Oberseite dreht. Das wäre also das erste Short-Ziel. Das zweite Short-Ziel wäre die 50% Korrektur der Strecke B nach C, also von 11.862 nach 16.529. Das liegt bei 14.195. Und falls es Tabula Rasa gibt, dann würde das dritte Ziel bei 12.438 liegen und auch dort würde man eben ein paar Punkte vorher seinen Take Profit nehmen oder andere Künstler, die eben nicht shorten wollen, sondern eher long gehen, die achten natürlich, falls diese Marken erreicht werden, 14.925, 14.195, 12.438, die achten auf Umkehrsignale, weil hier wäre die Pflicht erfüllt. Das wäre eine reife Leistung und das hier wäre tatsächlich die Kür, nicht? Aber an jeder dieser Marken kann es sein, dass automatische Handelssysteme, erfahrene Trader, größere Adressen mal kaufen. Also es bleibt spannend, aber aktuell in dieser Lage hin und her kriegen wir relativ wenig Signale, solange wir in dieser 1073-Punkte-Zone sind. Was ich eben hier als ein Broadening Top zeigte, zweimal kann theoretisch auch ein Diamant am Top werden. Nicht? Diamond Girl's Best Friend, aber wir haben, nachdem wir hier aufgelaufen oder reingelaufen sind, haben wir einmal, zweimal, dreimal aufgesetzt, dort aufgesetzt, tiefer Rücklauf aufgesetzt, aufgesetzt und angedockt. Solange wir jetzt aus dieser Perspektive nicht über die 16.496 entfleuchen und uns auf den Weg machen, zum Beispiel zur aktuellen, natürlich, das ändert sich täglich, steigt ja leicht an, in den Bereich 15.400, 15.500, also hier runterlaufen und wir eine Reaktion in diesem Bereich sehen, dann haben wir es tatsächlich möglicherweise mit einem Diamanten zu tun, dann können wir uns darauf einstellen, dass das hier noch so ein, zwei, dreimal hin und her eiert. Ist wie gesagt nur unter Beobachtung aktuell und
Ich habe es jetzt hier sehr symmetrisch eingezeichnet. So ein Diamant muss nicht symmetrisch verlaufen. Das heißt, diese Linie kann durchaus auch steiler verlaufen oder diese flacher oder steiler zur Unterseite. Das müssen wir beobachten. Ich beobachte es oder schaue da im Moment eben nur drauf, weil wir haben definitiv einen Broadening Top. Aber so ein Broadening Top bricht ja entweder, ein Broadening Top hat bullische Ziele zur Oberseite oder eben auch bärische Ziele zur Unterseite. Und falls eben das nicht passiert, also kein Ausbruch zur Oberseite, sondern irgendwo in diesem Bereich gibt es wieder auf den Kopf oder hier unten in diesem Bereich wird gestützt und es geht zur Oberseite. Das würde die Vermutung nähren, dass wir es mit einem Diamanten zu tun haben, und dann wird es lustig, ne? Wenn der irgendwann, der darf nämlich zur Ober- und zur Unterseite ausbrechen, hat dann wirklich knackige Ziele. Ja, aber wie gesagt, dafür gibt es Updates im Blog, im Leserstream und auch im täglichen Ausblick. So, jetzt nicht durcheinander kommen. Der nächste Tageschart, da sehen wir die erste Hälfte des möglichen Diamanten. Dieser Bereich hier von 16.462 bis 17.330 ist der Short-Bereich dieses bärischen Shark-Patterns, das ich zeigte. Hier haben wir das Allzeithoch. Und wir haben hier so eine A-B-C-Bewegung, die sich nicht ganz erfüllte. Die hier war tipptopp. Da haben wir nämlich von der 3 bis hier unten verkauft, einen Hochlauf gemacht und hier unten dort perfekt die ABC abgearbeitet. Hier haben wir zwei Tiefs ausgebildet. 15.482, das war das hier. Und die 15.456, das letzte bedeutende Tief. Und von dort aus ging es eben wieder zur Oberseite. Die Frage aktuell ist eben, ist dieses Tief im Bereich 15.706 jetzt ein Tief? Davon konnten wir zumindest mal ausgehen bis zum Donnerstag. Oder machen wir noch ein tieferes Tief? Falls das hier bereits das Hoch war, könnte man natürlich sagen, okay, sehen wir nachher noch, das war so die 38er Erholung, ein Tick drüber, also die 38er Erholung dieser Abwärtsstrecke, dann würden wir hier tatsächlich zur Unterseite laufen, hätten nämlich Ziele im Bereich 15.250, würden das Gap schließen, würden diese beiden Tiefs brechen und würden auch durch die grüne Betonbodenzone fallen. Natürlich darf der DAX am, ich nehme das mal wieder raus, damit es nicht zu subjektiv wird, natürlich darf der DAX auch wieder über die Psychomarke 16.000 ansteigen, nicht? Ding, 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 das waren drei blitzsaubere Böden, dann ging es ja auch zur Oberseite. Hier angetriggert, per Gap drunter und dann einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal nicht geschafft. Also 16.000 ist auch eine wichtige Ampelmarke und liegt ja hier, das ist ja zunächst nur ein Broadening Top und noch kein Diamant, aber die 16.000 liegt ja auch irgendwo so mehr oder weniger in der Mitte, die können wir ebenfalls als Ampel nehmen. Also die kommende Woche wird spannend und möglicherweise wird das Ganze auch noch spannender, je näher wir diesen BRICS treffen. Kommen vom 22. bis zum 24. August. Ja, schauen wir mal, ob wir diese ABC-Bewegung bekommen. So, der nächste Chart ist der 4-Stunden-Chart. Das ist die ABC-Bewegung, die ich eben zeigte, die perfekt zum Tief 15.456 führte. Dann haben wir ja einen kräftigen Anstieg gesehen. Da ist das Allzeithoch. Hier haben wir das letzte bedeutende Tief, 15.706, und wir sehen, wir haben, das ist der Dienstag gewesen, Mittwoch der 9., da gab es ein knackiges Gap-Up zur Oberseite, wir sind über die 23er Mindesterholung und wir haben die 38er touchiert, die 50er liegt ungefähr hier, da hat es nicht ganz für gereicht. Also das Mindeste, was man an einer Erholung sehen will, bevor sich eine ABC zur Unterseite weiter entfalten kann, ist erfüllt. Besser wäre es, also charttechnisch gesehen besser, wäre es natürlich, wenn wie hier der Bereich 61.8 bis 76.4 Erholung angelaufen würde, was ja hier am 3.7. passierte und dann die Strecke zur Unterseite angelaufen wird. Aber wie ich schon sagte, wir wissen nicht, falls das hier das Hoch ist und es in der nächsten Woche eben zur Unterseite geht, das merken wir daran, dass die 23er bricht, die ist gebrochen, bleibt sie gebrochen,
ist es nicht unwahrscheinlich, dass wir das letzte Tief 15.706 testen. Und dann kann es eben hier runtergehen in den Bereich 15.250, 15.000, was weiß ich was. Aber wir würden auf jeden Fall dieses Tief dann brechen müssen, sofern es zu einer ABC-Bewegung kommt. Laufen wir am Montag wieder über die 23 und im Zuge auch über die 38.12 müssen wir uns wieder darauf konzentrieren, dass wir ein ähnliches Szenario wie hier sehen. Das heißt an der 38er wie hier. Zunächst Bremse, einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal und dann bullische Insel per Gap-Up drüber und dann gab es ja im Bereich 61.8, 76.4 auf das Köpfchen. Das wäre hier der Bereich 16.214 bis 16.334. Sind wir aber ein Stück weit weg. Das heißt, diese beiden Fibo-Erholungen sind ab Montag wichtig. Werden die nicht mehr per Schlusskurs genommen, dann steht uns möglicherweise ein Backtest dieses Tiefs ins Haus. Im 2-Stunden-Chart, den hatte ich gezeigt, wir haben vier blitzsaubere Aufsetzer, einmal, zweimal, dreimal, viermal. Und die Frage war, wird das ein Aufwärtstrendkanal? Also Aufsetzer und dann zack, über die Mittelspur und zur Oberseite ein neues Allzeithoch. Oder ist das möglicherweise eine Bärenflagge, die zur Unterseite bricht? Da lässt uns der DAX noch im Dunkeln. Wir haben hier am Dienstag war das ein fetten Bruch zur Unterseite gesehen, aber dann ging es am Mittwoch mit einem satten Gap-Up wieder rüber. Und der Punkt hier, wo ist denn hier die Lalupe? Und das hier war ein klarer Aufsetzer und hieß eben, nee, diese Linie will ich halten. Da habe ich im Blog, glaube ich, noch geschrieben, das ist möglicherweise ein Abschüttler gewesen. Machen ja die großen Adressen gerne. Nochmal das Bäumchen schütteln, alles rauskegeln, um dann eben wieder reinzugehen und mit Karacho zur Oberseite zu laufen. Das wurde ja auch probiert, denn hier sind wir ja über die 38er Erholung gelaufen. Aber dann kam der Freitag, erste Kerze. Erste 2-Stunden-Kerze fast wieder auf die untere Linie und dann hier mit der 13-Uhr-Kerze ging es zur Unterseite und das war zumindest für die, die einen bärischen Wulfekeil auf dem Schirm hatten und den hatten alle Abonnenten der drei Services auf dem Schirm möglicherweise ertragreich. Aber wie gesagt, wir haben hier einen Abschiedskurs gesehen und hier einen Abschiedskurs gesehen. Wir brauchen am Montag, falls das eine Bärenflagge werden will, brauchen wir eine schöne, lange, rote Kerze. Und falls wir wieder drüber gappen, über die 15.864, dann müssen wir gucken, was daraus wird. Im Stundenchart noch einmal die 1073 Punkte hohe Zone. Wir hatten das alte Allzeithoch, 16.290, dann wurde das neue gemacht. 16.331, dann folgte ein höheres 16.336, dann kam die 16.429, da gab es ja bekanntlich auf den Kopf, runter bis zur 15.456, zuvor hier schon die 15.629 und dann der Sturmlauf zum neuen Allzeithoch 16.529. Ja, und seitdem geht es hier runter. Und hier haben wir ein schönes Gap, hier haben wir ein Gap gehabt und was das jetzt hier wird, müssen wir abwarten. Auch hier ist die 15.992 die Mittelspur der Strecke 16.529 nach 15.456 und sie hat Ampelfunktion. Und wir haben ja diese Ausdehnung erst später gesehen, also die Zone war ja zunächst kleiner. Aber wenn wir mal schauen, das ist ja im Grunde die 16.000, da fehlen 8 magere Punkte, nicht? Aufsetzer, ach, können wir hier schon anfangen. Weiter hinten die 16.000, da ist sie umkämpft, drüber gegappt, drunter gegappt, auf den Kopf gekriegt, runter, Versuch, zur Unterseite, Gap drüber, Gap drunter. Dann hier so ein fiesen Sturmlauf, Aufsetzer, nochmal ein Aufsetzer, nicht drüber, also die 16.000 bleibt als Psychomarke wichtig und insofern ist die exakte Marke 15.992, also Mittelspur dieser 1073 Punkte Range Ampel. Hier unten ist Bärenland und hier oben ist Bullenterritorium. Und solange die 15.992 16.000 unterschritten ist, bedeutet es eben nicht, dass wir
mit Sicherheit zur 15629 und zur 15456 laufen, aber es ist wahrscheinlich. Es ist wahrscheinlich, solange diese Marke nicht wieder überschritten ist. So. Gucken wir uns noch kurz den 15-Minuten-Chart an. Da ist ein Hohlfäkal. Wir haben hier das Allzeithoch. Hier haben wir das Tief 15706. Das wurde hier gemacht am Dienstag, dem 8.8. Und dieser wunderschöne Hohlfäkal, den hat ein Blogmitglied Andy in den Ring geworfen. Und der hat auch, sofern die Reise weiter gen Süden geht, eine gewisse Eintrittswahrscheinlichkeit. Der ist einfach sehr hübsch, nicht? Die 1, die 2, die 3, die 4, die 5. Erster Versuch zur Unterseite zu brechen, klappte nicht. Oben heraus, dann hier Aufsetzer, sauberer Bruch. Das ist jetzt der Freitag. Und einmal, zweimal, dreimal, viermal an der unteren Trendlinie gescheitert. Hatten alle Abonnenten natürlich auf dem Plan. Und dann ging es zur Unterseite. Und diesen grünen können wir jetzt mal rausnehmen, den gucken wir uns gleich an. Also, falls das am Montag weiter zur Unterseite geht, Montag, Dienstag, die Ziellinie aktuell bei 15.704 und damit unter dem Tief, was wir am 8.8. machten. Der Apex dieses Keils am Montag um 14 Uhr bei 16.044 und das heißt, steht der DAX am Montag um 14 Uhr nicht oberhalb der 16.057 ist der Apex, nee, 54. Steht der DAX nicht drüber, bleibt der Keil weiter gültig, weil der Kurs ja unterhalb des Apex wäre. Und hier an diese Fibonacci-Erholung im kleinen Rahmen können wir uns auch halten. Er hatte ja die 23er überwunden und er hat auch mal kurz die 38er-Erholung getoppt. 16.020 ist aber mit Schlusskurs wieder unter die Mindesterholung gefallen und das ist immer eine kritische Gemengelage. Das kann darauf deuten, dass eben dieses Tief getestet wird und dieser Wohlfekal fertig gemacht wird. So, und innerhalb dieses Wohlfekals habe ich am Freitagmorgen, habe ich um 9 Uhr noch als gestrichelte Linie gepostet, einen zweiten Wohlfekal, nämlich hier die 1, ja, steht noch die 3, aber wenn wir hier mal die 1, 2, 3, 4, 5, Ziellinie 1 durch 4 gucken wir uns im 5-Minuten-Chart gleich an. Ne, wir gucken uns das jetzt an, sonst vergessen wir das noch. Obwohl, kann man ja nicht vergessen, ist er hier fett drin. Da ist dieses Ding. Die 1, die 2, die 3, die 4, die 5 runtergelaufen und dahin. So, und bevor wir jetzt hier... Ich bin ja bei IG Markets und alle CFD-Broker handeln niemals auf die Nachkommastelle genau den Xetra-DAX. Die machen alle ihre eigenen Kurse. Wenn man einen guten Broker hat, und dazu zähle ich IG Markets generell, dann liegen die Kurse extrem dicht am Xetra. Aber in diesem Fall, das ist die 5-Minuten-Kerze gewesen vom Donnerstag um 14.40 Uhr, da haben sie unterschossen. Und ich hatte die Ziellinie zu diesem Zeitpunkt eben bei 15.794 oder sowas. Und ich habe noch im Blog geschrieben, da fehlen ein paar Pünktchen. Ne? Und sowas wurmt mich irgendwie. Aber wenn man so einen schönen Wohlfekeil hat, von 1 bis 5 zählbar, und er macht einen Rücklauf und kommt nicht mehr wirklich in den Keil rein und fällt dann wie ein nasser Sack, so ärgerlich. Also bin ich natürlich in die Xetra-Zahlen rein, weil Gott sei Dank war das das Tief vom Donnerstag. Das konnte ich also wunderbar über die Xetra-Zahlen nachvollziehen. Und dann sah ich, ups, das Tief, was wir hier am Donnerstag gemacht haben, das war 15.880 und nicht wie IG Markets es mir zeigte, bei 15.874. Also durfte und konnte ich die 15.880 einzeichnen und dann sieht man, dieser Wohlfekal hat perfekt ausgespielt. Gut, den brauchen wir jetzt nicht mehr, weil besser geht's nicht. Und das waren ja auch ein paar Punkte. Jetzt müssen wir mal gucken, ob der große Bruder, der M15, am Montag oder am Dienstag auch Zieleinlauf macht. Ansonsten sehen wir eben, was ich schon sagte, eine relativ unspektakuläre Woche. Hier ist der Übergang vom letzten Freitag zum Montag.
Gap Down auf den Wohlfühlkeil im Monatschart aufgesetzt, 15.861, haben wir ja als ersten Chart heute gesehen. Dann ging es wieder zur Oberseite über dieses dreifache Top, 15.983 ging es nicht drüber. Dann die 88% Shark Short Marke, da wollte auch nicht drunter, wieder drüber, aber wieder in diesem Bereich auf die Nase gekriegt. Nochmal drunter, hier unten, das war ein schöner Aufsetzer, den gucken wir uns gleich noch an. Dann eben zum Mittwoch wieder ein schönes Gap-Up, wieder ein Absturz an die Absturz. Aber das sind ja schon ein paar Punkte gewesen, 15.985 nach 8.27. Also diese Marke erzähle ich ja schon seit zwei oder drei Ausblicken. Die ist eben wichtig, weil es eine bedeutende Short-Marke ist. Unter dieser 88% Marke ist dieser Shark-Short aktiv. Ja, Hochlauf. 15.983, dieses dreifache Top, das ist der Überschließer, wo wir über die 38er Erholung gegangen sind. Die seht ihr auch hier im M5-Überblickschart, nicht? Also die Erholung 23er und hier das Tief 15.706. Und dann ging es eben wieder zur Unterseite. Ja, das war die Woche. Volatil, aber letztlich ein Sturm im Wasserglas. Und entscheidend wird jetzt eben einfach sein, was am Montag passiert. Die 88 Short-Marke halte ich für wichtig, 15.827 in dem Bereich, 15.832 haben wir auch geschlossen, mit kleinen 5 Punkten Unterschied. Und wir sehen ja hier, da ist die obere Trendlinie des Wohlfühlkeils nochmal. Und mir ist bewusst, ich kann natürlich, wenn ich hier eine Monatsmarke zeige, kann ich nicht mit dem M5-Chart argumentieren. Aber ein bisschen strange ist das ja trotzdem schon, nicht? Wenn man mal 15.10 Uhr bis 16.45 Uhr dingelt der hier zwischen der 88er Shortmarke und der oberen Trendlinie des Wohlfühlkeils im Monatschart, deren Unterschreiten ja zumindest im großen Bild bärisch ist. Also das sind schon so manchmal Sachen, wo man sich dann fragt, wer macht hier die Kurse. Gut, Ziele zur Unterseite haben wir natürlich, habe ich auch ein paar genannt. Das hier gibt es natürlich Sonntagabend wieder etwas aufgefächerter, also mit mehr Fleisch oben und unten als Update. Und dann sind wir mit dem DAX fast fertig. Die Ergebnistabelle fehlt noch. Die gucken wir uns jetzt an. Und da sehen wir eben auch, es ist nicht allzu viel passiert. Wir haben gegenüber dem Vorwochenschlusskurs 15.951 119 Punkte verloren. Das ist nicht viel. Die Differenz zum Monatsultimo allerdings, die ist schon knackig, denn das war ja der 31. Juli. Da haben wir bei 16.446 geschlossen. Da sind wir also 614 Punkte drunter. Und das passt ja auch zu dem, was ich im ersten Shark Short Video vor zwei Wochen gesagt habe. August und September sind saisonal schlechte Monate und außerdem haben wir auch tatsächlich Bad News auf meiner Meinung nach breitester Front. Aber ja, das war dieses dreifache Hoch, was wir hatten in einer 20-Punkte-Range. Das war der Freitag, Hoch 15.973, am Montag 15.962 und am Mittwoch 15.983. Aber das hat er hier eben rausgenommen und ja, unspektakulär. Die Volatilität mit 174 Punkten, deutlich höher als die der letzten drei Wochen. Der Pivotpunkt am Montag ist 15.865, der der kommenden Woche 15.866, das passt also perfekt zusammen. Und der Pivotpunkt des Monats bei 16.143. Jetzt machen wir einen geschwinden Blick in die US-Charts, wobei ich gleich sage, die kleinen Zeiteinheiten bleiben den Abonnenten vorbehalten, sonst wird das hier auch zu lang. Wir haben nach wie vor einen großen bärischen Wohlfühlkeil im Dow Jones. Der hat seinen Apex am 28. November bei 36.100. Die 1, die 2, die 3, die 4, die 5 sauber angedockt, da ging es nicht weiter. Der letzte Versuch, wir sind ja am Tageschart, war der Donnerstag, auch da ging es nicht drüber. Wir haben eine bullische Schulter-Kopf-Schulter-Formation, eine ISKS, die hat ihre Ziele hier, 36.389, 37.231. Solange
der Dow Jones aber nicht über die obere Keiltrendlinie ausbrechen kann, besteht die Gefahr, dass er äußerstenfalls sogar zur Ziellinie bei 29.373 fällt. Dafür muss er aber erstmal unter seine vorhin gezeigte in diesen vier Schaubildern 76er Erholung fallen, 34.995, gleichzusetzen mit der Psycho 35.000 und, was noch wichtiger ist, diese lila Zone, das ex-dreifache Top 34.592. Dadurch entstand die Nackenlinie dieser bullischen Schulterkopf-Schulterformation und das ex-fünffach-Top 34.342. Wenn diese Marke angelaufen wird und bricht, fallen wir unter die untere Keiltrendlinie bei 34.124. Und dann könnte es verhältnismäßig zügig von dort aus zur Mittelspur dieser großen Range gehen, die bei 32.806 verläuft. Für den Handel in den kommenden Tagen, das ist ähnlich wie im DAX, der ja auch mehr oder weniger seitwärts läuft, sind diese Marken, das Hoch vom 1. August 35.679 und die 76.4 Erholung 34.995. Da hat er einmal, zweimal, dreimal oben angeklopft, hier mit ein bisschen Toleranz einmal, zweimal. Das heißt, er muss hier drunter unter die 35.000 oder er muss über die 35.680 gerundet und damit würde er dann bei 35.691 auch über den Keil drüber gehen. Das wäre zunächst einmal bullisch. Aus dem Schneider oder aus dem Wulfe-Keil ist der Index allerdings erst, wenn er am 28. November oberhalb 36.100 steht. Denn wenn der nach diesem Datum oder vorher hier unten rumturnt, bleibt der Keil gültig. Der 4-Stunden-Chart im Dow Jones zeigt einen weiteren Wulfe-Keil. Der läuft nicht spitz zu, sondern der hat wirklich, ich möchte fast sagen, Ewigkeiten Zeit, bis der auf seinen Apex kommt. Aber da die Keiltrendlinien aufeinander zulaufen, ist es ein Wulfe-Keil. Wir haben die 1, die 2, die 3, die 4. Hier wurde die 5 gemacht. Hier seht ihr das eben schon gezeigte Hoch vom 1. August und die 76er Erholung, also diese Seitwärtsrange, aus der er raus muss. Und fällt er hier zur Unterseite raus, dann haben wir als nächste wichtige Marke einmal, zweimal die 34.588, unten die 33.610 und die untere Keiltrendlinie aktuell 33.883. Die Ziellinie dieses kleineren Keils bei 31.583. Und was wäre, das können wir mal kurz gucken, das habe ich noch gar nicht gemacht. Wenn der hier sich zügig zur Unterseite bewegt, dann wäre das eine 11% Konsolidierung. Ist ja nicht unmöglich. Schauen wir mal, sobald es über die obere Keiltrendlinie und das Hoch vom 1. August geht, darf der eben zur Oberseite abzinkeln. Aber dass diese Marke wichtig ist, sehen wir hier im 4-Stunden-Chart, wir sehen es im Tageschart. Das heißt, diese Fibonacci-Marken, die hat der Markt, woraus der auch immer besteht, auf dem Plan. Im 1-Stunden-Chart sehen wir eben die Möglichkeit, die sich bietet, haben wir uns auch die ganze Woche über angeguckt, die Möglichkeit, die Bullen haben, sofern sie sich zur Oberseite lösen können. Der sieht zwar ein bisschen zerschossen aus, ist er auch, aber es bleibt ein gültiger Wulfe-Keil. Wir haben die 1, die 2, die 3, die 4. Hier wurde bereits die 5 gemacht. Der Ausbruchsversuch scheiterte an der oberen Keiltrendlinie dieses eben gezeigten Wulfe-Keils aus dem Stundenchart H4. Dann ging es wieder zurück und wir haben oberhalb geschlossen. Hier ist die 23er Konsolidierung der letzten Strecke. Da ist das Tief vom 10. Juli. Und hier eben das Hoch. Und müssen wir mal schauen. Also geht es ab Montag zur Oberseite, dann muss er über die 35.562. Das Gap muss geschlossen werden vom 1. August. Hier haben wir die obere Trendlinie des bärischen Wulfe-Keils aus dem Tageschart. Habt ihr ja auch gesehen. Und das letzte Hoch 35.679. Das heißt, hier braucht schon irgendwo Druck und Spucke, um den Bereich 35.562 bis 35.691 zu überwinden und per Schlusskurs auch überwunden zu halten.
und dann wäre per Druckentladung, Short Covering, was auch immer, auch die 35.793 drin. Ja, schauen wir mal. Kleinere Zeiteinheit und sich widersprechende, das sehen wir hier auch gleich noch, sich widersprechende Signale. Der nächste Aspirant, der S&P, ein bärischer Wolfekeil, ähnlich wie wir ihn im Dow Jones gesehen haben. Hier ist das Allzeithoch, wir können zählen 1, 2, 3, 4, die 5. Die Ziellinie eines bärischen Wolfekeils immer von Punkt 1 zu Punkt 4, aktuell bei 3603, also deutlich tiefer. Was ist das denn prozentual? Können wir noch mal kurz gucken. Uiuiui. Ja gut, okay, das wären 20%. Können wir nicht davon ausgehen, dass es innerhalb weniger Stunden passiert. Aber wir haben ja hier ein bärisches Engulfing gehabt. Wie gesagt, wir sind im Tageschart. Das heißt, diese Kerze wurde von dieser langen, fiesen, roten Kerze in den Schatten gestellt. Das heißt, das war ein bärisches Engulfing. Und weil diese, ich ziehe das mal weiter auf, das ist alles ein Zug Mini-Kerzen. Und weil dieser Tag ebenfalls im Schatten dieser langen, roten Kerze blieb, bildete sich ein Inside Day. Das heißt, wir hatten auf diesen beiden Triggermarken der langen roten Kerze zwei Signale, nämlich aus dem Bearish Engulfing und aus dem Inside Day. Kauftrigger war 4607, sorry, und der Sell Trigger war 4528. Und da sind wir hier am 2.8. durchgerauscht, kam nicht wieder rein, kam nicht rein. Das war der Donnerstag. Da gab es mit dem Hoch fast eine Punktlandung auf der 4528 und eins auf die Nase. Und jetzt müssen wir mal gucken, warum der S&P sich weigert, dieses Gap zu schließen vom 11. Juli bei 4439. Erschließt sich mir noch nicht. Möglicherweise ist das tatsächlich Angst, dass wenn das Gap geschlossen wird, dass damit auch irgendwo so ein kleiner Magnetismus einsetzt, der zur Unterseite führt, weil nächste Haltestelle, die würde so im Bereich 4380 liegen. Aber ich sag mal, wir haben ja über eine Schulter-Kopf-Schulter-Möglichkeit gesprochen. Also unterhalb des offenen Gaps, wenn es von dort aus nicht direkt wieder zur Oberseite schießt, kommt natürlich automatisch das Tief vom 26. Juni ins Blickfeld. 4328. Und dann sind wir überhaupt nicht mehr weit vom Apex 4326 entfernt oder liegen da schon die obere Keiltrendlinie dieses Wolfekeils bei 4293. Das heißt, wenn der hier tatsächlich runterrauscht und hier nicht sauber wieder zur Oberseite zieht, dann kann es gut sein, dass er hier nochmal Bekanntschaft mit der oberen Trendlinie des großen Wolfekeils macht, dessen untere Trendlinie bei 4177 verläuft. Ja, schauen wir mal. Aber auch hier haben wir noch viel Luft, der Apex erst am 16. Oktober, also der darf hier auch hochlaufen und der darf auch seine Allzeit hochmachen. Dieser Keil ist erst vom Tisch, wenn der S&P am 16. Oktober oberhalb 4326 steht. Der zweite Tageschart im S&P zeigt den, ich schreibe das jeden Tag und es wird langsam so langweilig. Echt, Leute. Ich schreibe gerne Ausblicke, aber wenn sich dann nicht wirklich viel tut in den Märkten, manchmal schmerzt es schon. Wobei, Hans Rieker, du hast sogar noch in der Mail geschrieben, ich darf dich nennen. Hans Rieker schrieb mir, das, was manche Leute als monoton empfinden, wenn also in solchen Phasen oftmals gleiche Worte, gleiche Marken immer wieder in den Ausblicken auftauchen. Er hat gesagt, das hat ihm wunderbar geholfen, weil er sie mittlerweile erinnert. Das heißt, so oft gesehen, so oft serviert bekommen, dass man diese Marken verinnerlicht, und das Thema Orientierung will ich heute nicht ansprechen, aber es ist sicherlich förderlich, wenn man die wichtigsten Marken wirklich auch im Kopf hat. Damit meine ich nicht alle, aber die wichtigsten eben. Gut, hier haben wir ein symmetrisches Dreieck, das ist bullisch ausgebrochen, das hätte auch zur Unterseite brechen dürfen, tat es aber nicht. Der Apex bei 4067 ist ja deutlich überschritten. Das sind zwei wichtige Marken, hoch vom 3. Juli, 4458, das Tief vom 26. eben schon gesehen, bei 4328.
Und der S&P darf hier rumtouren, der darf hier auch rein und der darf vielleicht auch wieder hoch und eine rechte Schulter machen. Aber wenn das Tief vom 26. Juni bricht, dann müssen wir befürchten, dass mit fast Anlaufen, ich weiß nicht, was waren, 7 Punkte, 10 Punkte fehlten zum statistischen Dreiecksziel mit dieser großen roten Kerze. Ach nee, da sehen wir es ja. 4607 war das Hoch, das waren ein paar Punkte mehr, 4621 das Ziel. Aber möglicherweise ist das Ding technisch abgearbeitet und somit diese Ziele obsolet und der dreht hier bärisch ein. Wissen wir nicht. Was wir wissen ist, das ist eine wichtige Marke und die ist noch wichtiger. Denn es schließt sich eben, es könnte eine Schulter sein, das könnte ein Kopf werden und wenn er dann hier nochmal wieder aufbäumt, aber nicht mehr über dieses Hoch kommt und hier durchbricht, tja. Ansonsten stößt er sich hier ab Montag wieder ab, läuft über seinen Hoch 4607 und in diesen Zielbereich rein, dann darf er selbstverständlich die 4621 abarbeiten, das Allzeithoch und wenn er die Kür machen will, auch noch die 4972. Kommen wir zum Nasdaq, der hat ja ein ähnliches Szenario, zumindest mal einen Inside Day Trigger gehabt. Wir haben hier das Tief vom 13. Oktober 2022. Da hat er eine glasklare ABC-Bewegung gemacht, die hier am 22.05. eingebucht wurde. 23er Erholung, 38er, 50er, 61er überschritten, die 76er auch überschritten, aber hier dann ausgetoppt. Da ein erstes Hoch gemacht, runtergelaufen, kam nicht mehr drüber. Und genau wie der S&P und der Dow hat er ja auch so eine fette rote Kerze gemacht am 27.07. Das heißt, diese Kerze blieb im Schatten und damit wurde das der Kauftrigger und das der Selltrigger. Und da wurde es ja, Verzeihung, und da wurde es ja einmal, zweimal, dreimal probiert, klappte nicht, Gap Down, drunter, versucht wieder reinzukommen über den Selltrigger, klappte nicht, ja, und seitdem geht es abwärts und der Freitag, da hat er Doji hinterlassen, müssen wir mal schauen. Aber die 76er FIBO-Erholung der großen Strecke, die ist erstmal futsch. Und da muss er per Schlusskurs wieder drüber, um diese Konsolidierung abzuschließen. Und wenn er das nicht kann, dann läuft sie eben tiefer. Knackpunktmarke hier, 14.680. Denn wenn er die verliert, kann er zur 61er durchgereicht werden. Oder würde auch hier eine Schulter, Kopf, Schulterformation machen, die dann möglichst nicht mehr über die 15.272 geht, nachdem er hier aufgesetzt hat und dann könnte er nach 14.348 laufen, das alte ABC-Ziel whatsoever. Gucken wir uns in Feinheiten noch an. Und wir haben ja noch einen langlaufenden Kanal, der hat seinen Ursprung am 25.10.2022, ein Auflagepunkt 2, hier unten haben wir 1, 2, hier oben wieder 1, Ausbruchsversuch. Ja, hier ist diese untere Begrenzung der grünen Zone, die 14.680, die wird eben wichtig, weil sie erstmal ein Hoch war, Abweiser drüber, Abschiedskurs zur Oberseite und kann eben eine Schulterkopf Schulterformation werden. Ist noch viel zu früh, das zu behaupten. Aber die Mittelspur ist vielleicht noch ganz interessant. Verläuft bei 15.108. Da ist er jetzt mit 2 H4-Kerzen drunter. Aber der Handel am Freitag, der war ja derart müde, dass wir das noch nicht irgendwo als tragfähiges Signal nehmen können. Wir müssen schauen, was am Montag passiert. Geht es direkt runter, das wäre eigentlich die schönste Variante aus meiner Sicht, von 15.033 mal knackig runter nach 14.680 und dann gucken, was dort passiert. Das wird, falls es so kommt, wird das eine ganz interessante Marke werden, sagte ich ja hier, Aufsetzer, Abweiser rauf, Abschiedskurs, also ne, das ist eine Mob-Marke, Make or Break. Und geht er ab Montag über die 15.108, dann müssen wir eben gucken, welche Hochs er hier wieder überwinden kann und kann er auch das Gap schließen. So, dann kommt der nächste Kandidat. Fangen wir mit Silber an. Oh Gott, das wird chaotisch. Ich empfehle, wie gesagt, nochmal ausdrücklich das Video von Horst Lüning, weil möglicherweise sind die
sich widersprechenden Signale und Formationen im Silber und im Gold, die wir haben, auch irgendwo vorboten, dieser BRICS-Geschichte. Und wenn man da mal wirklich drüber nachdenkt, dass sich Länder, ich will nicht sagen gegen den Westen verbünden, aber die einfach sagen, Leute, nach Gutdünken, je nachdem, wie ihr gerade drauf seid, könnt ihr hier ganze Staaten, ganze Regionen mit irgendwelchen Restriktionen belegen, also Stichwort eben auch so SWIFT-System. Und wir liefern Afrika, da gibt es ja einige Staatsmänner oder Staatsoberhäupter, die mal Klartext gesprochen haben und sagen, wir werden nach wie vor in einer kolonialistischen Manier ausgeraubt, also es werden die Rohstoffe hier zu Billigpreisen gefördert. Will ich jetzt gar nicht irgendwie ins Gerede kommen, aber wenn sich Brasilien, Russland, Indien, Südafrika und ich sag mal möglicherweise noch 30, 40 weitere Staaten so einer Wirtschafts- und Handelsunion anschließen und dann noch konkret darüber nachdenken, daraus eine oder das Ganze abzusichern mit einer goldgedeckten Handelswährung, dann ist das wirklich eine Zäsur, käme es so. Und auch mit der Gefahr, dass es Konflikte gibt. Also damit meine ich auch kriegerische Konflikte, weil wenn das passiert, das muss uns ja auch klar sein, und da spricht der Horst Lüning eben auch drüber, das würde den Rohstoffmarkt im Grunde auf den Kopf stellen. Ne? Naja, gut, schaut euch das Video an, ist schon interessant. Gut, der Wochenchart. Das Idealszenario im Silbernen war ja eine A-B-C-Bewegung mit einer perfekten Bullenflagge. Und da sind wir irgendwie jetzt hier im Wochenchart. 1, 2, 3, 4 Kerzen draus und das Ding, das Silberne, läuft hier wieder im oberen Bereich dieser Bullenflagge, was mir gar nicht so gut gefällt. Könnt ihr euch vorstellen? Also mir ist es egal, meinetwegen können wir hier runter. Ich kaufe ausschließlich physisch. Ich mag keine Edelmetalle mit Papieren oder Knockouts oder was weiß ich was. Das macht für mich persönlich wenig Sinn. Sei es drum, wir sind hier mehrfach gescheitert an dieser 23er Konsolidierungsmarke und da hätten wir drüber gemusst. Dann gab es ja den Rücklauf hier nochmal, ja, da kamen wir in die Nähe, irgendwas so 25, 50, also kurz davor. Und jetzt gibt es eben seit 4 Wochen wieder rote Farbe. Ich will nicht sagen, dass ich das skeptisch beobachte, ich habe mich einfach mal so nach alternativen Sichtweisen umgeguckt. Das bleibt ein gültiger Chart und solange wir nicht dieses Tief hier brechen, im Bereich 1750, wir dürfen ohne Probleme eine ABC-Bewegung ist überhaupt nicht gezwungen, auf der Zeitebene zu funktionieren. Also wir dürfen hier mehr Zeit in Anspruch nehmen als hier. Ist natürlich immer schön, wenn es perfekt läuft, nicht? Wenn dieses Rechteck genauso breit wäre wie dieses hier. Aber gucken wir mal weiter. Wenn wir in den 2-Wochen-Chart schauen, dort haben wir ein aktives Descending Broadening Wedge. Die dürfen bärisch als auch bullisch ausbrechen. Wir können die 1, die 2, die 3, die 4 zählen, die 4 bei 17,55. Die 5 wurde hier gemacht, dann gab es nochmal einen Rücklauf drüber über die obere Keiltrendlinie und jetzt hängen wir eben hier an der 22,87, 22,69. Wenn dieses in der Mehrzahl bullische Descending Broadening Wedge zur Oberseite ausbricht, wäre das erste Ziel die 30,09, das statistische Ziel dieser Formation 34,94, das 100% Ziel 37,08. Fällt das Silber aber unter 17,55 und damit unter die 4 der Formation, dann würden sich auch bärische Ziele aktivieren, die habe ich hier noch nicht eingetragen. Die würden aber so im Bereich 13 und 10 liegen. Kann ich mir im Moment nicht vorstellen, aber sagte ich ja schon im letzten Video, die berühmten Pferde vor der Apotheke. Das ist auf jeden Fall zunächst einmal eine bullische Figur und bleibt es, solange 17,55 nicht unterschritten wird. Also, hier sage ich, das unterstützt eigentlich diese A-B-C-Bewegung aus dem ersten Chart. Ich muss in den 5-Tages-Chart gehen, weil die anderen belegt sind.
Wir haben einen bullischen Wolfe-Keil und wir haben eine bullische ISKS möglicherweise am Start. Es fehlt noch ein Anlauf an die Runde 26. Aber der Wolfe-Keil ist ganz klar da. Die 1, die 2, die 3, die 4, die unterschießende 5. Nochmal so ein bisschen rumgecheckt an der unteren Trendlinie, zur Oberseite ausgebrochen. Abschiedskurs, no, noch tiefer, Abschiedskurs, wieder nein. 22,71 die obere Trendlinie. Die Ziellinie 1 durch 4 verläuft aktuell bei 32,66 und würde, sofern die ISKS entsteht, die hätte nämlich Ziele bei 32 und bei 34,46. Voraussetzung ist, um sie zu aktivieren, wir müssen hier nochmal hoch, denn eine rechte Schulter haben wir. Diesen Überschuss habe ich mal ignoriert und hier so einen Mittelkurs genommen, die Runde 26. Deswegen sind diese Ziele auch nicht punktgenau zu nehmen. Dann haben wir einen Kopf gehabt. Erneuter Anlauf hier. Jetzt müssen wir gucken, geht es hier wieder zur Oberseite. Und ich vermute einfach, dass das, was am... Wir sind ja hier im 5-Tages-Chart, also alle 5 Tage gibt es eine frische Kerze. Ich vermute einfach, dass das, was vom 22. bis zum 24. August auf der BRICS-Versammlung stattfinden wird, oder auf dem BRICS-Treffen, einen gehörigen Einfluss haben wird auf Gold und auch auf Silber. Also auf jeden Fall 32,68, falls das Ding zündet, hier die 32, weil wenn es zündet, muss es ja auch hier die rechte Schulter fertigstellen. Wir hätten also einen wunderbaren Zielkorridor zwischen 32 und 34,46. Und der Apex dieses Keils erst am 1.8.2024, also noch viel, viel Luft. Tageschart, den zeige ich nur noch mal zur Erinnerung. Da hatten wir auch eine mögliche ABC-Bewegung, aber hier einen Wolfe-Keil eingebaut und der wurde ja perfekt abgearbeitet. Die 1, die 2, die 3, die 4, die 5 und dann 1x, 2x, 3x, 4x, 5x die Ziellinie. Und was sagt der liebe Marius immer? Bei größeren Wolfe-Keilen, wenn die Ziellinie angelaufen wird, egal ob es um einen steigenden, also einen bärischen Keil geht oder einen fallenden Keil, der bullisch ist, diese Ziellinien behalten in der Regel oftmals noch eine gewisse Bedeutung. Und das sehen wir auch hier. Hier wurde am 27.07. nochmal ein Anlauf ganz in die Nähe dieser abgearbeiteten Ziellinie gemacht. Von dort ging es zunächst einmal runter. Hier unten ist eine wichtige Marke, die 61.8 Fibo-Konsolidierung dieser Anstiegsstrecke. Da haben wir hier einmal, zweimal, dreimal aufgesetzt. Ich hoffe, dass die diesmal hält. Abwarten. Kommen wir zum Zweitageschart. Dort haben wir möglicherweise einen sauren Drops zu lutschen. Wie gesagt, tut mir leid, wir haben bullische und bärische Keile und deswegen wird es die nächsten Wochen spannend. Aber wir haben auch hier eine 1, eine 2, eine 3, eine 4, eine überschließende 5 und wir laufen zur Unterseite. Wenn dieser bärische Wolfe-Keil, wir sind jetzt im Zweitageschart, ausspielt, brechen wir die 21,78 zur Unterseite und die Ziellinie aktuell bei 18,46. Das wäre also schon mal ein Schnaps zur Unterseite im Bereich 20%. Kann natürlich passieren. Ja, ich wünschte, wir hätten schon den 20. August. Bei dem Sommer sowieso. Im 4-Stunden-Chart seht ihr, dass ich mir einen Alarm gelegt habe. Also im Moment ist es einfach so, ich schaue auf Silber, ich suche nach Formationen und ich date eben für mich ab. Aber das hier wäre die bullische Variante wieder. Ne? Apex am 21. August. Interessanterweise am 22. August geht das BRICS-Treffen los. Der Apex bei 22,84. Und so, das ist, falls das irgendwo in dem Zeitpunkt zur Oberseite geht, dann könnten wir hier über 15% sprechen, falls sich das zumindest mal für die Edelmetalle positiv auflöst. 4-Stunden-Chart, 1 ist da, 2, 3, 4, lange unterschließende 5, alles in Ordnung, solange wir am 21. August über 22,84 stehen. Falls nicht, wird das Ding ungültig.
So, und wem Silber jetzt schon zum Halse raushängt, dem stopfe ich noch was hinterher. Jetzt gucken wir einmal in den 4-Wochen-Chart. Ein Tick komplexer. Ebenfalls eine mögliche ABC-Bewegung, aber nun im ganz großen Bild. Das beginnt nämlich 2002. Das heißt, wir haben Anstieg gesehen von 1130%. Dann gab es hier mit diesem Tief 77% minus. Und aktuell sind wir hier. Hier ist das Descending Broadening Wedge, was ich gezeigt habe. Hier ist die sensible 4. Wenn die angelaufen wird, dann aktivieren sich auch bärische Ziele. Aber was auffällt, dieser Block, dieser Anstieg 1130% Zugewinn dauerte 9 Jahre, nämlich von 2002 bis 2011. Dieser Niedergang bis zu dem Tief im März 2020 dauerte 9 Jahre. Und wenn wir jetzt diesen Block hierhin übertragen, das ist übrigens ein logarithmischer Chart, dann sollte der Symmetrie vorausgesetzt bis 2029 laufen und hätte dann das tatsächliche Ziel bei 139 für die Feinunze Silber. Das wäre natürlich eine klasse Sache. Wissen wir aber nicht. Wir müssen abwarten, was da auf diesem BRICS-Treffen passiert und wie sich das überhaupt entwickelt. Ich habe hier die Ziele, das ist ja der 2-Wochen-Chart gewesen, wo ich das Descending Broadening Wedge gezeigt habe. Hier sind die Ziele nochmal eingearbeitet. Ja, schauen wir mal. Also da gibt es relativ wenig Möglichkeiten. Entweder die BRICS kommen mit ihren Plänen Gold und Silber ist nun mal der kleine Bruder nicht in die Hufe. Dann kann es sein, dass es hier nochmal deutlich zur Unterseite geht, weil wir in der Rezession sind und tralala. Und falls sich diese Pläne dort auf diesem Meeting konkretisieren, dann wird auf dem Edelmetallmarkt Tabula Rasa sein. Dann kann es durchaus sein, dass wir hier zur Oberseite schießen, vielleicht sogar dieses Hoch hinausnehmen. Ich will über diesen Chart noch nicht zu viel reden. Ich denke, der ist auch einigermaßen selbsterklärend. Wichtig aus meiner Sicht wäre dieser Bereich hier, da ist die 261er Ausdehnung, denn wir sehen ja hier, das ist 0. Hier ist 100%, 123, 161er Ausdehnung und diesen Bereich hier, den würde ich als Topping-Bereich sehen, falls es denn tatsächlich so kommt. Das heißt im Bereich 90, im Bereich 123 und dort sowieso. Aber das wäre natürlich prozentual gigantisch, was da passieren würde. Da würden wir also, wir würden ja hier schon über aktuell rund 120% sprechen. Wenn es hierhin geht, kämen wir in den Bereich 300. Also, ja, mal abwarten. Aber wer weiß, vielleicht sitzen wir hier wieder in ein oder anderthalb Jahren und schauen uns an, dass der Kurs hier oben rumzinkelt. Who knows? Wir haben bis 2029 Zeit, zumindest in diesem Chart. Und dann gucken wir noch kurz in den Monatschart. Auch logarithmisch angelegt, wo ich nur noch mal sagen möchte, also wer jetzt wirklich puristisch unterwegs ist, also hier steht jetzt zwar Monatschart, aber wenn das ein M5 wäre, dann würde jeder, der länger als 100 Stunden tradet, würde sagen, na, ist das eine Bullenflagge, ne? Fetter Anstieg, Aufsetzer, 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 nochmal angestiegen, angestiegen, beziehungsweise hier nochmal runter. Das bricht jetzt zur Oberseite aus. Ja, kann passieren. Also merken wir uns die 26,37. Das ist eine ganz bequeme Sache, weil wir sind im Monatschart. Das heißt, solange wie der August läuft, können wir auf die 26,37 achten. Und dass die irgendwie Bedeutung zu haben scheint, sehen wir ja einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal Monat. Ne? Ja. Okay, fangen wir mit dem Güldenen an. Da gibt es ja im Moment auch so eine Flatlining-Korrektur. Diese Linie ist rein spekulativ, klarer Fall, aber wir haben hier so schöne Aufsetzer, einmal, zweimal und hier auch so einen schönen Aufsetzer, dass ich mir gedacht habe, ich dopple diese Linie mal und lege sie hier an und dann achten wir auf die 1877. Wenn also das Güldene noch ein bisschen in die Zitronenpresse muss,
gibt es ja hier möglicherweise eine Reaktion. Wenn es da keine Reaktion gibt und wir fallen durch, dann muss es bei der 1808, wir können das auch auf die 1800 legen, muss es eine Reaktion geben, weil wir hier eine ähnliche Situation wie im Silber haben. Anlauf, runter, drüber, Abschiedskurs, Abschiedskurs zur Oberseite. Also der Bereich 1877 bis 1800, der ist wichtig. Tageschart wohlgemerkt. Gucken wir uns den Zweitageschart an, würde das eigentlich passen, nicht? Wir hätten eine bärische oder einen bärischen Wolfekeil, die 1, die 2, die 3, die 4. Die 4 ist hier, ne? Das ist tiefer als das. Die 5 gemacht. Überschuss. Dann ging es runter. Hier haben wir uns 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tage an der unteren Keiltrendlinie aufgehalten. Runter. Und jetzt sind sie wieder am Drehen. Also die 1802 Ziellinie würde hierzu passen. 1808, also hier runter, so ein Abschüttler und dann wieder zur Oberseite. Wenn es so kommt, wissen wir ja nicht. Es kann ja auch sein, dass hier dieses Tief bereits hält und wir wieder zur Oberseite ziehen. Das werden die nächsten Tage zeigen. Im Wochenchart haben wir auch hier ein bullisches Descending Broadening Wedge und das ist aktiv. Wir haben die 1, die 2, die 3, die 4, die 5 gemacht mit einem leichten Überschuss und konsolidieren aktuell. Solange wir aber nicht unter die 4 dieses DBWs fallen, werden auch keine bärischen Ziele aktiviert. Und dann müsste Gold tatsächlich unter die 1615 fallen. Dann würden wir bärische Ziele generieren. Solange das nicht passiert, wird, und zwar erst, wenn wir über der oberen Trendlinie bei 2065 handeln, werden diese Ziele aktiv. Statistisches Ziel 2446, 100% Ziel 2524. Und wir haben im Jahreschart eine Popgun, habe ich schon ein paar Mal erklärt, eine mittlere Kerze, die von der Kerze davor und danach in ihrem Hoch und in ihrem Tief ummantelt wird. Und die hätte ihren ersten Abtrag, wenn es dann zur Oberseite ginge, bei 2525 und wenn es zur Unterseite ginge, bei 1160. Da müssen wir lange gucken. Da sind wir irgendwann 2018 gewesen. Ja, also spannende Zeiten, die uns da ins Haus stehen. Aber auch diese Marken, weil im Wochenchart haben ja über längere Zeit Bedeutung, ohne dass sie sich dramatisch verändern. Nicht? Diese Linie fällt leicht und diese Linie fällt etwas steiler. Und wir haben hier einen dreifachen Boden. Also wenn dieser Bereich 1615 bricht, ja dann gute Nacht Gold. Weil, wenn so eine Trendlinie mit 1, 2, 3, 4, 5 blitzsauberen Aufsätzen und das hier als dreifacher Boden plus Jahrespopgun Sell Trigger, das wäre schon erstaunlich. Im nächsten Wochenchart haben wir dann den Weißen Ritter. Tut mir leid, dass ich hier heute gegensätzliche Formationen präsentiere, aber wir haben Bullen und Bären und beide haben einen fairen Blick verdient. Das hier wäre die bullische Variante. Ein bullischer fallender Wolfekeil, die 1, die 2, die 3, die 4 und der schießende 5. Hier nicht weitergekommen, nochmal Rücksetzer rauf und die Ziellinie 32. 03, die untere Trendlinie bei 2088. Ja, gucken wir uns nächste Woche nochmal an. Der Jahreschart im Gold zeigt die Popgun. Diese Kerze ist von der Kerze 2022 im Hoch und im Tief eingemantelt und das Jahr 2020 ebenso. Bei einer Popgun ist die letzte, also die dritte Kerze, die Triggerkerze, die hat ihr Hoch bei 2070 gemacht und ihr Tief bei 1615. Und die aktuelle Jahreskerze versuchte kurz den Ausbruch, schaffte es aber nicht und ist jetzt im Grunde mittig in diesem Ausbruchsbereich 1615, 2070. Und hier hat uns ja Gold in 2022 auch nicht wirklich ein Signal geliefert, denn einen perfekteren Doji kann man eigentlich gar nicht bauen. Aber wir sehen hier eben erster Abtrag, das ist diese Höhe,
Erster Abtrag wäre 1160 auf der bärischen Seite oder sogar 705 und auf der Bullenseite 2525 bzw. 2980. Jupp, da sind wir durch damit. Und flippen uns jetzt nochmal durch Nvidia, Apple, Microsoft, Tesla und Facebook oder Meta, ganz wie man will. Nvidia war ein schönes Ding, haben wir uns hier in diesem Bereich angeguckt, als die 5 gemacht wurde. Es gab einen Rücklauf an die 2 und dann folgte der Ausbruch. Das waren die beiden Ziele dieses DBWs bei 257 und 272. Die wurden top abgearbeitet. Ruhepause, nächster Ausbruch. Und dann gab es ein Gap. Das ist auch offen bei 305. Und ja, das ist das, was aktuell passiert. Gucken wir uns ja in den Chaträumen und im Newsletter auch schon etwas länger an. Die 1, die 2, die 3, die 4, überschießende 5 und dann dingel. Mir kann nichts passieren, ich bin ganz toll. Doji, immer Warnzeichen, weil es deutet auf Unsicherheit und Unentschlossenheit. Und dann gab es am 2.8. ein Gap-Down aus diesem Keil heraus. Ich hatte diesen Keil ja schon vor einiger Zeit gezeigt. Ja, also, long story short. Wenn sich das hier nicht einkriegt, dann ist die 368 das Ziel dieses Wohlfekeils. Und wenn es dann richtig dicke kommt, wird dieses Gap vom 24.05. geschlossen. 305,35. Und mehr kann man da im Moment auch nicht sagen. Also aus dem Schneider ist diese, also bis hier wäre das noch okay gewesen und dann wieder mit Karacho hoch. Aber hier haben wir jetzt noch irgendwie so im Bereich 400 eine mögliche Unterstützung. Aber dieses Hoch ist unterschritten. Seht ihr da? Nicht? Da hat diese Kerze aufgesetzt und reagiert, aber dann ging es gleich wieder per Gap down drunter. Und wenn wir das Gap uns angucken und dieses Gap, dann haben wir hier eine bärische Insel und hier haben wir eine bärische Insel. Also da laufen Gewinnmitnahmen oder was auch immer. Insofern mit der 368 muss gerechnet werden und also mal mindestens muss es über die 457, zumal wir hier runter Abschiedskurs nicht mehr drüber und ansonsten müssen diese Dojis aus dem Weg geräumt werden und dann, ja eigentlich muss da ein neues Allzeithoch her, bevor die Nummer gegessen ist. Ansonsten wird sich das hier seitwärts oder eben seitwärts fallend abarbeiten und dann ist auch die 305 nicht ausgeschlossen. Auch da können wir mal kurz gucken. Ziellinie wären noch 10%, das ist in Ordnung. Dahin, das wären schon 25%. Aber was haben wir jetzt abgegeben? 15%. Ist ja nach so einem Lauf eigentlich auch noch gar kein Drama, nicht? Wenn wir jetzt hier mal, ich mache das nur Pi mal Daumen, ich kann es jetzt nicht mit genauen Marken machen, weil mir die Zeit fehlt, aber wenn wir von diesem Tief mal zum Allzeithoch gehen, ob das jetzt punktgenau getroffen ist, weiß ich nicht. Aber dann müssen wir ja auch fair sein und sagen, wer hier so einen Lauf hinlegt, ne? Der darf auch mal die kleinstmögliche bullische Erholung machen bei 392. Selbst die 38er bei 338 wäre noch eine bullische Konsolidierung. Die 50% Konsolidierung würde das Gap schließen und diese gesamte Bewegung auf neutral stellen. Und eklig würde es erst unter der 61.8 Konsolidierung bei 250, zumal die dann ja auch diese Seitwärtsrange im Grunde rasieren würde. Also 392, wer hier langfristig drin ist, muss sich gar keinen Kopf machen. 392 ist okay, auch 338 noch. Ob man dann, wenn sich das abzeichnet, einen Hedge reinlegt, wenn man jetzt langfristig halten will und sagt, okay, den Hedge löse ich auf, wenn wir über die 457 gehen, das muss jeder selbst entscheiden. Apple im 4-Stunden-Chart muss ich mir noch genauer angucken. Mir fiel nur mein alter Kanal ein, den ich hier vor langer Zeit gezeigt habe. Das war ja auch schon irgendwo ein bisschen irre, nicht, was Apple da geleistet hat. Hier seit März. Dingel und immer höher und immer höher und dann per Gap drunter. Tja, was wir auch hier sehen,
Da oben ist eine bärische Gap-Insel zurückgeblieben, nicht? Hier ist der Kurs abgetrennt und hier durch dieses Gap. Das heißt, solange dieses Gap vermutlich im Bereich 191 nicht geschlossen ist, ist da eine bärische Insel und bärische Inseln dürfen sich gappend fortsetzen. Also das muss man immer so sehen, falls wir am Montag mit einem weiteren Gap rein kämen zur Unterseite, was nicht geschlossen wird, dann kann sich so ein Reigen fortsetzen, bis es reicht. Apple gucke ich mir noch an, kommt diese Woche irgendwann in den Blogs und im Newsletter. Microsoft. Da hatte ich auch vor längerer Zeit diesen bärischen Wohlfe-Keil gezeigt und ich glaube noch darum gebeten, mich nicht zu prügeln, weil ich ja, was Bärisches zeige. Ein bisschen überrascht bin ich selbst. Aber wir stehen hier kurz vor der oberen Keiltrendlinie, nicht? Das Hoch muss ja irgendwo im, wo hat das Hoch gelegen? Irgendwie so bei 3,67. Bei 3,1753 verläuft die obere Keiltrendlinie. Auch hier 1, 2, 3, 4, die 5 gemacht. Runter, fettes Gap zur Oberseite und dann lange am Überschussbereich gearbeitet. Drüber, nochmal drüber, nochmal drüber. Abwarten, nicht? Also hier liegt ein Gap irgendwo so im Bereich 2,75. Aber ob Microsoft jetzt tatsächlich so einen langen Ritt zur Unterseite macht, also bis zum Gap-Close wären das irgendwie 14%, das würde ich auch noch verstehen. Aber auch hier, ne, wenn wir mal gucken, wenn wir uns diese Linie vorstellen, da ist eine Schulterkopf-Schulterformation vorstellbar. Aber ja, ich weiß nicht, ob das realistisch ist, aber die Ziellinie verläuft bei 214,24 und fällt weiter. Und der Apex liegt auf dem 26. September im Bereich 3,27. Und da sind wir aktuell drunter. Ja, wird eine spannende Sache, beobachten wir weiter. Tesla. Eine ähnliche Nummer, nicht? Auch da habe ich ja vor einiger Zeit einen bärischen Wohlfe-Keil gezeigt, die 1, die 2, die 3, die 4, 5 per Gap gemacht. Das kann ja diese Aktie recht gut. Die ABC abgearbeitet bei 268,20, nicht? A, B, C, dieser blaue Kasten. Das Hoch am 19. Juli war 229,29 und dann haben wir ein offenes Gap vom gleichen Tag bei 291,26. Haben wir eben schon gesehen. Hier haben wir ein Gap ab zur Oberseite gesehen. Das Gap wurde nicht geschlossen. Und wir haben hier ein weiteres Gap. Das bedeutet, wir haben eine bärische Gap-Insel am Top. Das ist eklig. Und wir sehen ja auch, dass da so ein bisschen geblutet wird. Zumindest ist der Kurs wieder im Keil drin. Und die unmittelbare Gefahr des Wohlfe-Keils ist erst beseitigt, wenn es wieder über 260,63 geht, denn dann ist das Ding über dem Keil und nicht so vulnerabel als innerhalb des Keils. Wir haben hier zum Beispiel noch ein prägnantes Gap offen, 234,86. Und wir haben hier ein weiteres Gap, auch das ist ja eine bullische Insel gewesen. Und das war auch eine bullische Insel. Und wenn es nicht hier zur Unterseite gekappt hätte, sondern zur Oberseite, wäre das die nächste bullische Insel gewesen. Also Gap, 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 Gap. Short Squeeze nach oben, alles kaufen. Und aktuell kriegen vielleicht einige kalte Füße. Also ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass dieser Bereich noch angelaufen wird, diese beiden Gaps geschlossen. Möglicherweise wird auch die untere Keiltrendlinie noch angelaufen, auf der glatten 200 aktuell, unterhalb dieser Keillinie. Das halte ich für ein prägnantes Gap. Das ist zwar nicht sehr groß, aber das ist eine wichtige Kerze gewesen bei 193,17. Und wenn nicht spätestens dort Ende ist oder hier an der glatten 200, also 117, das wäre ja schon ein fetter Stiefel. Wir wissen nicht, was uns ins Haus steht in den nächsten Tagen und Wochen. Also hier zur unteren Keiltrendlinie 15%. Gap Close im Bereich 20% und wenn so eine Nummer hier über die Zeit kommt, dann würden wir über mehr als eine Halbierung sprechen. Gibt Leute, die mögen weder Elon Musk noch E-Autos, die frohlocken vielleicht bei der Vorstellung und alle, die drin sind, zittern. Also ich sage jetzt nicht, dass es dahin geht, nicht? Aber ich habe eben vor einiger Zeit gesagt, wir haben diesen bärischen Keil
Und das, was jetzt wichtig ist, ist eben einfach die obere Keiltrendlinie. Denn wann immer der Kurs sich oberhalb dieser Keillinie aufhält, ist diese Aktie aus dem Minenfeld heraus. Und die nächsten Minen, wenn wir mal bei dieser kriegerischen Metapher bleiben wollen, liegen eben bei 234,86 und 221 und der glatten 200. Zweiter Tesla-Chart, ein Wochenchart. Das ist jetzt die Faust auf die Nase der Bären. Haben immer noch. Oder Trost für die Bullen, die gerade zusammenzuckten. Wir haben auch noch einen bullischen Wohlfekal, nicht? Die 1, die 2, die 3, die 4, die 5 und der Schuss. Schön sauber hochgearbeitet, ausgebrochen über die obere Keiltrendlinie bei 176. Und jetzt möglicherweise nur in einer Konsolidierung, wie wir sie auch hier schon sahen. Und möglicherweise bricht Tesla aus, läuft über die 322, über das letzte Hoch im Bereich 414 und läuft die Ziellinie bei 438 an. Wochenchart, nicht? Da sieht das dann so eine Bewegung, wie wir sie hier sehen, die ja doch im Tageschart eine gewisse Dramatik hat. Die erschließt sich dann am Wochenchart nicht. Da würde, wenn das jetzt ein 5-Minuten-Chart wäre, würde jeder sagen, du, ein sauberer Anstieg, nicht? Konsolidierung, nächster Anstieg, Konsolidierung, das wählt jetzt, das ist 1, 2, 3, 4 und jetzt kommt bald die 5 und die läuft richtig lang nach 380. Ich weiß es nicht, aber wir können uns hier an den Fibo-Marken orientieren. 265 zur Oberseite halte ich für eine wichtige Marke und die 265, na guck mal, das passt doch perfekt zur oberen Keiltrendlinie. Bei 260 auf die 5 Dollar kommt es jetzt nicht an. Also, ne? Geht es wieder über die obere Keiltrendlinie bei 260 und auch hier über die 38er Konsolidierung drüber. Ist alles in Butter. Und geht es unter die 50er, dann müssen wir mit der 61er Konsolidierung rechnen und dann sieht man jetzt hier nicht, habe ich nicht genug Daten. Das auf jeden Fall. Lila ist bei mir immer wichtig. Also lila Texte bzw. Lila Linien sind in der Regel Gaps oder Schlusskurse und lila Zonen heißt aufpassen. Okay, Facebook oder Meta. Da braucht es nochmal ein Eigenlob. Das Ding hatte ich ja hier unten angeboten und gesagt, dieser Bereich ist Risiko und hier hätten wir CRV 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7, das ist logarithmisch aufgebaut, deswegen werden die hier kleiner, weil es prozentuale Angaben sind und das Ding ist ja wirklich granatenmäßig gelaufen. Dieser Wolfe-Keil, der hat auch hier sein Ziel erreicht. Gut, man musste ein bisschen Spucke mitbringen. Vom 9.11. bis zum 14.04., das war natürlich ein Stiefel, aber das waren ja schon 111%, also durchaus lohnenswert. Hinterlassen wurde hier ein Gap am 1. Februar, 153,12, fettes Gap. Das ist ein Scheunentor-Gap, die bleiben besser offen, weil sonst gibt es echt richtig Rasur. Aber auch hier sehen wir eine bullische Insel, die sich gappend zur Oberseite fortsetzte. Wir haben hier aus meiner Sicht zwei wichtige Gaps. 26. Juli 249 und das hier vom 26. Nee, das ist nicht 26. 25. Da habe ich es mir bequem gemacht und die Linie gedoppelt. Korrekte Marken, aber falsche Beschriftung. So. Ja, das war die Wolfe-Keil-Ziellinie. Dann gab es eine kleine Konsolidierung und gleich das nächste fette Gap-Up. Das heißt, diese beiden Marken, diese beiden Gaps tragen diesen Ausbruch. Und jetzt haben wir hier oben auch, wenn auch noch schließbar, kann man das so sagen? Ja. Wir haben hier das Tief vom 24. Juli, wichtig, 288,30. Wichtiger ist mir aktuell aber dieser Kerzenreigen. Denn das Gap vom 10. August bei 305,74 ist offen und dieses Gap vom 26. Juli bei 298
57 ist noch offen. Gibt es am Montag also Fortsetzung zur Unterseite, dann bliebe diese bärische Insel aktiv. Die wird erst dann geschlossen oder hat wieder Verbindung zum Festland, wenn es die 305-74, wenn die geschlossen wird. Ja, ansonsten mal auf diesen Bereich achten, da ist auch noch ein Tief im Bereich 286, 287. Schwer zu sagen, was da jetzt passieren wird. Wir haben ja hier noch ein Gap offen gehabt. Das war vom 2. Februar 2022. Ihr erinnert euch alle an dieses fiese Gap Down und dann kam ich ja irgendwann um die Ecke und sagte, wir haben hier einen bullischen Wolfekeil. Also vom CRV her kann man das... vom CRV her ist das echt fett. Da sind wir über 200% hochgelaufen. Also da darf es einen Verschnaufer geben. Das sieht alles noch gut aus. Das wird ein bisschen kritischer, wenn es unter die 288 geht. Also mal darauf achten, ob wir hier mit Gap Downs weiter arbeiten und auch mal schauen am Montag, ob wir das Gap 298,57 schließen und zur Oberseite ziehen. Wenn Gaps geschlossen werden und der Kurs wieder hochzieht, dann hat man im Grunde nur eine lästige Zecke abgeschraubt, weil so Gaps, viele Leute sagen ja, Gaps werden immer geschlossen, nicht? Und das hat sich so ein bisschen verankert. Also Gap Close und wieder hoch ist ein sehr bullisches Zeichen. Gap Close und dann rumeiern und tiefer fallen ist kein bullisches Zeichen, nicht? Dann müssen wir unter Umständen mit der 288 rechnen. So, dann gucken wir nochmal in den Wochenchart. Da sehen wir es auch. 383,79 das Hoch und es ist ja hier noch logarithmisch. Ich kann das mal hier kurz umstellen auf linear, dann sieht das nicht so verbogen aus. Also wir sind hier runtergelaufen zum Tief 88,09. Die 23er Mindesterholung wurde gemacht an der 38er. Wir sind im Wochenchart. Chart gab es dann 2, 3, 4, 5, 6 Wochen. Ein bisschen die Bremse an der 201, dann eben drüber über die wichtige Zone aus 50 und 61er. Und das, was wir aktuell sehen, ist eben ein Verharren im Bereich der 76,4 Erholung. Und das korrespondiert ja auch mit dem US-Markt, nicht? Wenn wir uns den Dow Jones, den Nasdaq oder die Nasdaq und den S&P in Erinnerung rufen, die haben ja alle hier in 2022 im Herbst ihre Tiefs gemacht und die US-Indizes kämpfen eben an ihren 76,4 Erholungen und das tut dann eben so ein Schwergewicht wie Facebook oder Meta ebenso, nicht? Da sehen wir gleiche Nummer. Irgendwo im Herbst 2022 das Tief gemacht und jetzt hängen sie da an ihren 76,4 Erholungen. So, kleine Sekunde. Das muss nämlich noch kommen. Bitte, 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 merkt euch das. Es sind zwei verschiedene Server. Projekt 30.blog, das ist der Newsletter, geeignet für Berufstätige und Erfahrene, die ihre Sicht mit meiner abgleichen wollen. Jeden Abend gibt es den Ausblick für den nächsten Tag und Intraday, je nach Lage, 2 bis 4 Updates und wenn es hektisch wird, dann auch mal mehr. Dann aber in der Regel nur in dem WhatsApp und Telegram-Kanal, den es nur für den Newsletter gibt. Gibt es nicht für Leserstream und Premium, weil das sind Chaträume. Da irgendwie noch über Telegram oder WhatsApp Nachrichten zu verschicken, wenn ich dort update, wäre vollkommener Quatsch, weil da mache ich 20, 30 Updates am Tag. Also da würde ich mich totbimmeln, alle wären genervt. Also diese Echtzeitbenachrichtigung via WhatsApp und Telegram gibt es nur für den Newsletter, der kostet 15 Euro im Monat, Abo-Zeitraum 1 oder 3 Monate, keine automatische Verlängerung. Das sind die Chaträume und das sind die Adressen. Es passiert nicht sehr oft, aber es ist zeitraubend. Einige Newsletter-Abonnenten wechseln nach 1, 2, 3, 4 Monaten und wollen mal die Chaträume kennenlernen. Dann registrieren sie sich hier, sie bezahlen auch und dann versuchen sie sich einzuloggen.
und rufen aber Projekt30.blog auf, wo sie nicht mehr aktiv sind. Und dann kriege ich Mails: Marius, ich habe bezahlt, ich habe Laserstream gebucht oder ich habe 3 Monate Premium gebucht. Wieso komme ich nicht rein? Und dann schreibe ich immer zurück: Welche Adresse hast du eingegeben? Und dann sage ich: Schau mal, ob das Projekt30.de ist. Und dann höre ich entweder nichts mehr oder ich kriege ein Smiley zurück. Also versuch das mal zu verinnerlichen. Manchmal ist das so, dass 5% der Abonnenten 90% der Arbeit machen. Gut, ich will mich nicht beklagen. Ich bin froh und glücklich in der netten Community. Die Newsletter-Leute sind toll. Ich freue mich immer drüber, wenn es da mal einen Daumen hoch gibt oder ein Smiley oder auch mal entsetzte Gesichter, wenn ich irgendwas Bärisches poste. Und genauso im Leserteam und im Premium einfach tolle Teams. Und wenn ich mal irgendwie 1-2 Stunden nicht da bin, dann läuft der Laden auch ohne mich. Das ist eigentlich das Schönste daran, wenn man sieht, dass die Leute untereinander sich austauschen und einfach kompetent sind. Und in der letzten Woche wirklich nur stellvertretend für, ihr wisst, wie gut ihr seid, ihr wisst es im Laserstream, ihr wisst es im Premium, stellvertretend einfach letzte Woche, weil Andy aus dem Laserstream mit seinem Wohlfühlkeil und seinem Descending Broadening Wedge war das, glaube ich. Also, lieber Andy, ich wünsche dir, dass die M15 Wolfe auch noch ins Ziel läuft am Montag. Tolle Charts und Gixer und ich weiß gar nicht, nein, ich muss irgendwann mal eine Liste mit 50, 60 Namen fertig machen aus den beiden Chaträumen. Und gut, es ist 12 Uhr, deswegen fange ich schon, also 12 Uhr nachts wohlgemerkt, ne? Ich habe vorher keine Zeit gehabt, ich mache jetzt Schluss, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und ich freue mich über einen Daumen hoch, ich freue mich über Abos. Ich habe letzte Woche übrigens Quatsch erzählt. Ich habe irgendwie gesagt, ich habe 8.800 Abonnenten. Habe ich gar nicht. Ich glaube, ich habe 7.000. Also das wird echt noch ein Stiefel werden, ob die 10.000 bis Dezember drin sind. Gucken wir mal. Alles Gute für euch und wir hören und sehen uns. Bis dann und tschüss, tschüss.